Dobretschen, hallo und willkommen zurück am Montagvormittag. Wir sind wieder unterwegs hier im Landwirtschaftssimulator 17 auf der Swapa Agromap. So, ich schicke jetzt hier einmal den Mats mit dem Zement zurück und dann gucken wir hier mal kurz bei dem Sägewerk, wie es denn hier aussieht. Aber ich denke, das dürfte ähnlich sein. Ja, brauchen wir uns auch noch nicht drum kümmern. Dann geht der hier erstmal wieder zurück zum Hof. Und da können wir dann unser Wollelager beladen. Denn ich habe jetzt dran gedacht, hier haben wir das Wollelager. 22.000 ist auch relativ günstig. Jetzt muss ich nur mal gucken, dass wir irgendwo Richtung Hof kommen. Ich habe mir auch schon einen Platz ausgesucht, wo das hinkommt. Und zwar hier. So, da drehen wir das einmal schön, dass das auch gerade sitzt. Ups. So, dann packen wir das ein bisschen weiter nach hinten. So, zack. Weil dann kann nämlich unser MB-Truck hier gleich mal den die Palettengabel dran schnallen und sich um die Wollepaletten kümmern. Dann lagern wir da die ersten ein. So, der ist unterwegs, der steht hier. Da haben wir ja gerade weggeräumt, da haben wir also noch nichts zu tun. Der kann auch hier stehen bleiben. Genau, wir können mal gucken, ob wir jetzt endlich... Ach ne, ich muss erst das Gras einschalten. Ob wir auf der Wiese die erste Wachstumsstufe immer noch nicht. Mann, das gibt's doch nicht. Ich wollte da ja auch mal noch striegeln. Genau. So, der steht hier. Der ist da. Den übernehmen wir jetzt mal selber. Upsa. So, den Cursplay-Kurs können wir wegnehmen. Dann holen wir uns jetzt die Palettengabel. Die ist ja auch hier. So. Einmal runter, wegmachen mit dem hier. So. Und dann geht das zum Schafstall. Sind die alle voll? Der ist voll, der ist nicht voll und der ist voll. Also die zwei hinteren können wir nehmen. Gut. Also Gabel gerade machen. Oh. Ach, der Mats ist angekommen, aber da kümmere ich mich gleich drum. Erstmal will ich die Wolle hier einlagern. Auch mal unser schönes Lager angucken. Sieht doch perfekt aus. Und er nimmt die Wolle auch an. Wunderbar. So mag ich das. Dann die zweite Palette. Ja.
Wir haben ja hier vorne auch noch zwei stehen, die packen wir dann auch gleich noch beiseite. Und dann läuft das so, wie ich es mir vorgestellt habe. Guck mal raus, weg, hin. Die beiden könnte ich rein theoretisch auch mit dem Bucher wegfahren, aber nö. Wenn wir jetzt schon hier dabei sind, machen wir das mit unserem MB-Track. Guck mal, ist jetzt noch einer und dann war es das ja schon. Das war nicht getroffen. Ja, im hohen Gras ist es nicht ganz so einfach. Aber wir sind ja Profis und dann geht das problemlos. So. Und weg. Dann lassen wir den einfach mal hier stehen. Gucken uns das Ganze mal an. Haben viermal Paletten. Haben noch Platz für 104. Wow, gut. So, Zement, der musste hier in die Betonblockgeschichte rein. Muss ja nur gucken, wo. Das könnte schon fast Zement sein. Ja, ist auch wunderbar, ist wunderbar. So, und damit wir langsam mal ein bisschen vorankommen, lasse ich mal die Zeit jetzt ein bisschen schneller laufen. So, habe ich eigentlich hier auch einen Kurs Zim, Beton, Block, Fleischer, Beton, Zement, BGA, Zement, BGA, ja, da habe ich noch nichts. Ach, muss auch nicht sein. So, gucken wir mal das Wachstum so ein bisschen an, weil wir ja auch noch düngen wollen. Das heißt, wir könnten jenen hier schon mal mit dem Düngerstreuer ausrüsten und Richtung der Felder fahren. Düngerstreuer hatte ich glaube ich auch hier drin. Dann komme ich da vorbei. Oh. Ja, geht doch. Der ist auch schon voll, das ist auch gut. Dann fahren wir mal hoch zu den ersten Feldern. Ich hoffe doch mal, dass ich da noch mal düngen muss. Ich meine ja, also wenn ich das so richtig im Kopf habe. Ist dem so. Aber dazu muss da erstmal noch eine Wachstumsstufe drauf kommen. So, aber den haben wir schon mal positioniert. Dann könnte ich dadurch, dass wir ja jetzt mit der höheren Geschwindigkeit sind, dürfte beim Fermenter ordentlich was bei rauskommen. Der Kompostmaster dürfte auch gut arbeiten, also fahren wir da mal hin und laden da mal wieder ein bisschen um.
große Nachfrage nach Heu. Heu haben wir nicht, also gibt's das auch nicht, nützen wir nicht. So. Gucken wir mal, wie weit wir heute noch kommen hier, dass wir dann eventuell so weit vorspulen, dass hier ein neuer Tag beginnt, und ich hoffe, dass wir dann an den Feldern arbeiten können. Dann müssen wir gucken, dass wir wieder überall die Industrien wieder befüllen und so weiter und so fort. Guck mal, hier haben wir schon wieder irgendwie 76.000. Da gucken wir mal hier rein. Hier sind auch schon ordentlich wieder produziert worden. Wir können vermutlich die restlichen Ballen, die noch rumliegen, dann auch mal wegfahren. Dazu brauchen wir den Ballenspieß. Den können wir uns gleich mal holen. Dann sind die drei Ballen, die jetzt hier noch liegen, dann auch mal aus dem Weg. Das ist auch gut, glaube ich. Und dann können wir den Komposter einfach mit losem Stroh beladen. Das ist dann auch wieder ein bisschen einfacher. So, Autoload vom Ballenspieß ist an, also macht er jetzt hier einmal, dreimal. Oh Mann, jetzt kann ich schon nicht mal mehr bis drei zählen. So, die gehen da oben rein. Gut, dann sind die Ballen erstmal Geschichte. Dann können wir den hier unten hinstellen. Gut, und weiter rennen. Ups. Unseren Matz entladen. Unser Mischfutter ist auch, denke ich mal, bald leer, die Mischanlage da. Und dann müssen wir gucken, dass wir auch mal wieder Silage Richtung der BGA bringen. Und alles so weiter und so fort, was denn so anliegt. So, wir gucken mal, hier hat sich noch nichts getan. Gut. Dann holen wir die nächste Fuhre mit Silage. Gucken dann mal, während der belädt, zum Mischfuttermixer. So, der ist voll. Ja, wunderbar. Dann heißt das, müssen wir den auch mal entleeren. So lang kann das doch nicht dauern. Genau, wie sieht's denn bei den Schafen mit der Versorgung aus? Bestens, also brauchen wir uns da auch nicht drum kümmern.
Es läuft, würde ich sagen. So, dann bringen wir den hier noch ins Lager und dann war es das auch schon wieder für heute. Die Zeit verrinnt wie noch was hier. Wenn man was zu tun hat, ist das immer sehr schön. So, wie gesagt, die schmeißen wir noch schnell hier rein ins Lager. Und dann machen wir auch schon Feierabend für heute mit unserer Swapper Agro Vierfach-Map. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es so ist, lasst ein Däumchen nach oben da, würde mich drüber freuen. Und dann sehen wir uns morgen um 11 Uhr zur nächsten Folge. Bis dahin, macht es gut und habt noch einen schönen Tag.